Papst Benedikt XVI. Mit bürgerlichem Namen Josef Ratzinger wird am 28. Februar zurücktreten. Das kündigte das Oberhaupt der katholischen Kirche bei einer Vollversammlung der Kardinäle in Rom an. In seiner Rede vor dem Konsistorium begründete der 85-Jährige den Rücktritt mit seinem Gesundheitszustand, der sich in den vergangenen Monaten deutlich verschlechtert habe. Nachdem ich wiederholt mein Gewissen vor Gott geprüft habe, bin ich zur Gewissheit gelangt, dass meine Kräfte infolge des vorgerückten Alters nicht mehr geeignet sind, um in angemessener Weise den Petrusdienst auszuüben. Am 19. April 2005 war Kardinal Ratzinger zum ersten deutschen Papst seit fast 500 Jahren gewählt worden. Bis zum Konklave leitete er als Präfekt die Glaubenskongregation der katholischen Kirche. Bereits in einem Interview im Jahr 2010 hatte Papst Benedikt geäußert, ein Papst habe das Recht und auch die Pflicht, zurückzutreten, wenn er den Auftrag seines Amtes nicht mehr bewältigen könne. In der Geschichte der katholischen Kirche ist der Rücktritt vom Papststuhl selten. Zuletzt verzichtete im Jahr 1294 Papst Celestin V. auf sein Amt.